Wer von euch hat eine Alexa zu Hause? Ah, okay. Und wer spricht auch regelmäßig mit ihr? Ein paar. Wer von euch nimmt manchmal Siri, um einfach dort reinzusprechen? Ah, okay. Und wo ist die Google-Fraktion? Okay, Google. Ah ja, doch ein paar. Weil ich höre immer so, naja, Sprachsuche, das benutzt doch kein Mensch. Klar, heimlich, still und leise, wenn wir nicht beobachtet werden, sprechen wir doch ganz kurz rein, weil wir wahrscheinlich auch zu faul sind mittlerweile, Rechner hochzufahren, Browser aufzumachen, irgendwas reinzutippen. Was schätzt du, wie viele Sprachsysteme es momentan so weltweit gibt? Einfach mal eine Zahl in den Raum. 8. Wer bietet mehr? 60. Ja, ungefähr 300 sind es momentan. Ja. Jeder kocht ein bisschen sein eigenes Süppchen. Kommen noch ganz, ganz viele dazu. Jeder kocht ein bisschen sein eigenes Süppchen. Im Großen und Ganzen können wir es für den normalen Bereich auf diese 4 entsprechend runterbrechen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten. In dem Vortrag habe ich behauptet, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Mensch manuell Suchbegriffe in einen Suchschlitz einer Suchmaschine eingibt. Da haben mich Leute mit großen Augen angeguckt, konnten sich das nicht vorstellen. Ist ja auch kein Wunder, ist schon Ewigkeiten her, das war 2013. Ich habe auch irgendwann mal erzählt, wir werden uns entwickeln von der statischen Website rüber Richtung Apps, rüber Richtung Geräte, die keine Tastatur und kein Display haben. Große Augen. Ist ja kein Wunder, das war auch 2013. Also gerade mal 5 Jahre her. Vor 5 Jahren dachte man, no way, auf gar keinen Fall. Heute ist es ja irgendwie ein bisschen Alltag für uns geworden. Ne? Und es ist sehr einfach. Ruf Hakan an. Du möchtest also Hakan Han anrufen, richtig? Ja. So, ja, das, stopp, Hakan. Das war einfach. Ja, ich musste nicht ins Adressbuch gehen oder sonst irgendwas machen. Es wird alles ein bisschen einfacher. Zeig mir den Weg von hier zum Hauptbahnhof. Ich spreche auf so vielen Konferenzen, manchmal wache ich morgens auf und denke so, wo bin ich eigentlich? Ne? Dann ist ganz nützlich zu sagen, wie komme ich zum Hauptbahnhof? Wie kalt ist es an Weihnachten auf Teneriffa und das System wird es mir sagen. Oder hier, was haben wir denn? Da. Schicke über PayPal Michael Pretorius 1000 Euro. Ich würde dir ja gerne helfen, aber PayPal hat das noch nicht für die Verwendung mit Siri eingerichtet. Ufts. Schade. Bis vor ein paar Tagen wäre das gegangen. Und PayPal hat es jetzt in der aktuellen Version wieder deaktiviert. Wahrscheinlich aus Datenschutzgründen, weil Siri greift auf meine lokalen Kontakte zu, auf meine Banking-Informationen und auf PayPal-Informationen. Ich glaube, das haben die so datenschutzgrundverordnungstechnisch noch nicht so richtig verwurstet bekommen. Also schalten sie das alles erstmal ab. Wenn die das wieder in den Griff kriegen, ist es relativ einfach. Schicke Michael 1000 Euro und es wird einfach gemacht. In der alten Welt hätten wir zum Rechner gehen müssen, ihn hochfahren, den Browser auf, in unsere Banking-App, Michael auswählen, 1000 Euro, den PIN-Code eintippen und so weiter und so fort. Da schlafen einem ja die Füße ein. Ne? Also Sprachassistenten, Sprachsuche, das ist eine unheimliche Erleichterung. So, also in der Regel. Ja. Und ich könnte euch jetzt beeindrucken mit tollen Statistiken, wer was wann wie nutzt, wer welche Marktanteile hat und so weiter und so fort. Erspare ich euch alles. Das könnt ihr euch in den Slides angucken. Sieht beeindruckend aus, bringt nur nichts. Ja. Jeder wird seinen eigenen Weg finden, Sprachsuche für sein Unternehmen zu implementieren. Wann kam das Thema Voice Search eigentlich so auf? Ah, hier so Ende 2011. Ist das so? Nein. Ich möchte behaupten, Ende 2011 haben sich Online-Marketer für Voice Search interessiert. Ja, das ist diese Kurve hier, die hier entsteht.
Aber ab wann hat sich denn die echte Welt für Voice Search interessiert? Ich habe das mir mal ein bisschen angeguckt, das können wir überblättern, und habe das mal nachgestellt. Ab wann hat sich die echte Welt für Voice Search interessiert? Ruf Mama an. Ja. Ungefähr hier ab Anfang 2013. Ruf Mama an ist der beste Indikator, dass echte Menschen Sprachsuche auf dem Handy verwenden. Was hier kaputt gegangen ist, weiß ich nicht. Egal. Was auch interessant ist, Call Mom wurde hier so ab 2012 verwendet. Und man muss das Verhältnis auch mal angucken, ne? Call Dad. So tatsächlich, ihr kennt die Gespräche, ne? Tut, tut, hi Dad, where is Mom? Okay, also Sprachsuche wird offensichtlich verwendet, weil es uns hilft, faul zu sein. Das ist gut. Immer wenn wir faul sein können, funktionieren Sachen und sie werden akzeptiert. Jetzt sind die meisten aus geschäftlichen Gründen heute hier. Stellen sich natürlich die Frage, ja, brauche ich Sprachsuche in meinem Unternehmen? Und dann wird auf Daten geguckt, in Analytics reingeguckt oder sonst irgendwelche magischen Tools verwendet. Und dann heißt, ja, nee, nur 0,0005 Promille gucken sich das überhaupt an. Also wird das Thema wieder ad acta gelegt. Ich möchte euch bitten, eine Sache dann rauszuziehen. Auf so einer Skala von, nee, wird nicht verwendet, bis hin Weltherrschaft, alle tun's. Und wir gucken uns diesen Datenpunkt an und sagen, ja, das sind aber echt wenige. Wir lassen das. Ja, das ist ja die normale Argumentation in Unternehmen. Hier eine kleine Hilfestellung. Nehmt hier unten diese Achse und verlängert die ein bisschen. Und dann nehmt diesen Datenpunkt, nehmt einen Datenpunkt in der Vergangenheit und dann zieht da mal eine kleine Linie durch, dass wir verstehen, was passiert wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten oder Jahren. Wenn wir die Übung gemacht haben, wird uns wahrscheinlich schnell klar, ah, wir sollten das Thema Sprachsuche nicht mehr von der Bettkante schubsen, weil früher wurde fast gar nichts gemacht, jetzt ist es ein bisschen was, wenn wir das einfach nur linear, noch nicht mal exponentiell aggregieren, weiterschreiben, werden wir feststellen, ah, okay, das Thema kommt auf uns zu und wir sollten ein bisschen darauf vorbereitet sein. Okay, kleiner Ausflug hierhin. Sprachsuche hat einen riesen Vorteil. Jetzt ist es so, ich komme vom Land, gell? Deshalb habe ich die Wörter verwendet, die man da auf dem Land früher gesagt hat. Bei der Sprachsuche ist es so, wir brauchen nur Örle und nur Göschle. Gell? Sonst nichts, also keine Äugle, keine Händle. So. Das hat einen riesen Vorteil. Das erschließt plötzlich ganz neue Gruppen von Menschen, nämlich zum Beispiel von Menschen, die einfach nicht sehen können oder keine Hände haben und nicht in der Lage sind, einen Satz oder ein Search Request rauszuschicken. Wir können plötzlich mit ganz anderen Menschen interagieren. Dafür ist Sprachsuche ein Segen, ein Riesensegen. Und es geht viel, viel schneller als Tippen. Also manchmal. Wer den Alexander Heul kennt, Alexander nutzt gerne die Sprachfunktion. Hallo lieber Karl, danke für die liebe nette Wohnung. Ich bin alle nicht so, was? Habe ich dem jetzt eine Wohnung? Nein, danke für die lieben netten Worte. Aber na, es geht halt schneller, ne? Müssen wir uns berücksichtigen. Oder aber, es versteht einfach nicht, was Sache ist. Zeige mir Taschen von Eve Solaura. Was war meine Frage? Ah, ja. Alles klar, meine Websuche zu Taschen von Eve Solaura hat Folgendes ergeben. Irgendwas? Dann gehe ich rüber zu und sag: Hey Google, zeig mir Taschen von Eve Solaura. Taschen von Yves Solaura, aber nicht schlecht. Und dann gehe ich rüber zu Alexa. Und Alexa sagt, ja, Yves Solaura, habe ich verstanden, aber ich zeige dir ein Parfum. Ja, ist halt so. Wir müssen uns das ein bisschen vorstellen, wie ein kleines Kind, das gerade laufen lernt. Ne? Wir lernen jemanden kennen, machen mit dem ein Kind, dann ist dieses Kind da und wir gucken ihm beim Wachsen zu. Und dieses Kind lernt gerade laufen und fällt immer wieder aufs Gesicht.
Dann sagen wir auch nicht beim dritten Mal, du, ich habe mir das jetzt eine Weile angeguckt, das sieht ziemlich bescheuert aus, lass es doch einfach. Ja. Aber so gehen wir momentan mit der Sprachsuche um. Ja, ich habe es 5-mal ausprobiert, Entschuldigung, das ist nicht reif genug. Liebes Kind, würdest du bitte weggehen? Ja, das sollten wir nicht tun. Die Sprachsuche entwickelt sich exponentiell. Also wenn wir merken, irgendwas funktioniert nicht, sollten wir uns Gedanken machen, wie könnten wir es funktionierend hinbekommen. Eigentlich, wenn man diesen ganzen schönen Marketingblättchen glauben möchte, sollte diese Fehlerquote tatsächlich kleiner 5% sein. Gibt es schlaue Grafiken, die ich selbst mit dem Physikstudium manchmal nicht so richtig identifizieren kann, wow und so weiter und so fort. Unterm Strich, es wird immer wieder vorkommen, dass Menschen irgendwas über die Sprachsuche bestellen und irgendetwas anderes bekommen. Das sollte uns auf keinen Fall aufhalten, hier tiefer reinzugehen. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit high and wide irgendwas angehört. Wie baut man es denn wirklich? Eine wesentliche Grundlage, zum Beispiel auf unseren Webseiten, um Sprachsuchsystemen die Chance zu geben, zu verstehen, was wir hier machen, ist JSON-LD. Mal ganz kurz melden, fröhlich, wem sagt JSON-LD etwas? Okay. Wem sagt JSON-LD nichts? Okay, war nur kurz der Gegencheck, alles klar. Für die, die wissen, was es ist, alles, was jetzt kommt, merken, machen, umsetzen. Für die, die nicht wissen, was es ist, aufschreiben, in die Firma gehen, dem Webtyp sagen, mach das mit JSON-LD. Ja, ich zeige es mal kurz. JSON-LD heißt nichts anderes als JavaScript Object Notation Over Linked Data. Das hört sich unheimlich schlau an. Unterm Strich formatieren wir bestimmte Informationen auf eine bestimmte Art und Weise, damit kleine Computer mit kleinen Computern sprechen können. That's all. Dann spreche ich ganz kurz was zum Thema JSON-LD. Da ist es wichtig, dass ihr seht, was vorne passiert. Und wir richten unser Augenmerk jetzt kurz auf dieses Gerät, dessen Namen ich nicht sage, weil sie dann sonst sofort anspringt. Wenn wir in dieses Ökosystem von solchen Sprachsystemen reingucken, und da hat der Peter gerade auch was ganz Wichtiges gesagt, dann unterliegen wir der Mechanik eines Ökosystems. Ich möchte mal Folgendes probieren. Alexa, bestelle Holzschrauben. Basierend auf deinem Bestellverlauf habe ich ConnexDP 8500085 Spanplattenschraubensortimentskasten, TX-Sternkopfantrieb, Senkkopf, 900-teilig, gelb verzinkt gefunden. Das macht insgesamt 13,75 € inklusive Steuern. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein. Amazons Choice für Holzschrauben ist Dresselhaus JD79, Universalschraube mit Senkkopf, Kreuzschlitz Z und Vollgewinde, 3x10mm, 1000 Stück, 0/1130/021/3,0/10/03. Das macht insgesamt 11,60 € inklusive Steuern. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein. Das ist alles, was ich gerade für Holzschrauben finden kann. In der Alexa-App findest du weitere Optionen. Oh, wow. What the fuck? Wow, was ist hier passiert? Ich glaube, es gibt mehr als 2 Produkte für Holzschrauben im Amazon-Ökosystem. Also abgesehen davon, dass wir es nicht verstehen würden, was wir jetzt gerade kaufen, wir wären nicht konversionsfähig, wird uns suggeriert, es gibt das oder es gibt das. Wer also nicht auf Platz 1 optimiert, ist weg vom Fenster. Oder ist Platz 2. Wer nicht Platz 1 oder Platz 2 ist, ist einfach weg vom Fenster. Vielen Dank für die Hilfe. Ich springe ganz schnell an die Stelle, an der wir aufgehört haben. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr hier ohne visuelle Unterstützung kurz auch einen thematischen Sprung mitmacht. Hier sind wir stehen geblieben. Wir gehen in der Zeit noch mal ganz kurz zurück.
JavaScript, Object Notation, wie bauen wir sowas in unsere Webseiten eigentlich ein? Ich mache hier ein Beispiel für ein Produkt oder eine Dienstleistung. Hier irgendein blödes E-Book. Und im Quellcode sieht das irgendwie so aus. Skript, ein Kontext, ein Typ und so weiter, eine Beschreibung, Skript, Ende. Deshalb sage ich, schreibt euch auf. Irgendwer muss irgendwas mit JSON-LD machen, der Karl hat es gesagt. Ja. Genau. Also, wir gehen hier rein und definieren unser Produkt oder unsere Dienstleistung. Wir gehen hier rein, definieren unseren Brand und der Computer versteht, ah ja, das ist der Brand. Wir geben dem Ding einen Namen, er versteht den Namen, wir geben dem eine Beschreibung und ein Bild und so weiter und so fort und einen Preis. Und vielleicht ist es neu oder gebraucht, whatever. Das ist der große Zauber. Mehr ist es nicht. Ja, also wenn ihr hört JSON-LD und jemand sagt, oh, so viel Arbeit, dann sagt ihr, nein, Karl hat gesagt, das ist nicht viel Arbeit. Nimm die Daten, die du ohnehin schon hast und bau das in die Webseite ein. Dass, wenn jemand eine Frage stellt, dass unser System in der Lage wäre, einem kleinen Roboter zu sagen, was er denn antworten soll. Okay? Bitte dieses Thema mit auf die Agenda nehmen. Unterm Strich hilft uns JSON-LD in Webseiten, dass andere kleine Computer verstehen, was sie antworten könnten, wenn da draußen jemand eine Frage in ein Gerät spricht. Gut, hier ein schönes Beispiel. Es gibt eine Heilpraktikerin am Prenzlauer Berg. Und wenn ich in Google zum Beispiel sagen würde, okay Google, wie lautet die Adresse von Lisa Sundermeier? Praxis der Grinberg-Methode und Heilpraktikerin für Psychotherapie hat die Adresse Heinrich-Roller-Straße 17, 10405 Berlin. Ja, danke, hör auf. Ja. Das war einfach. Warum konnte das passieren? Weil wir im Code hergehen und sagen, okay, wir implementieren JSON-LD, da kommt die Adresse rein, da kommt rein, okay, was ist Greenberg, was ist das für eine Therapiemethode, was kostet eine Sitzung und so weiter und so fort. Alle diese Fragen können Menschen jetzt Systemen stellen und bekommen sie beantwortet. Also Haupttor Nummer eins, um tatsächlich mal real was mit diesem System zu machen, ist JSON-LD. So, da frage ich nach der Adresse. Wer ganz genau hingeguckt hat, das ist jetzt ein bisschen mehr für die Experten, der hat hier unten sowas gesehen wie Same As. Das ist praktisch das Link-Building der Sprachsuche oder wie machen wir unser Profil authentisch. Hier steht zum Beispiel Xing drin, die Facebook-Seite, die Yelp-Lokalisierung. Sprachsuche hat ganz viel mit Subsuchsystemen zu tun. Wenn wir in denen geil optimiert sind, dann werden wir auch in Sprachsuchsystemen anders priorisiert. Ja, wir kriegen eine ganz neue Dynamisierung in dem Thema Suchmaschinenoptimierung rein. Könnt ihr bei schema.org euch angucken, mit Same As könnt ihr dann entsprechend auszeichnen, in welchen anderen Systemen ist diese Entität noch vorhanden. Hat sowas in die Richtung Autoritätsbildung. Ist der das anbietet, auch tatsächlich der das anbietet. Okay. Wer ein bisschen rumspielen möchte, der schaut sich einfach den JSON-LD Playground an und kann dort dann ganz gezielt checken, stimmt mein Code, passt das alles und so weiter und so fort. Und wenn die Technik sagt, wir haben es fertig, dann nehmt einfach mal die URL von eurer Webseite, knallt die dort rein, wenn 1000 Fehler kommen, sagen, du hast noch nicht fertig oder wow, toll, du hast fertig. Eine andere wichtige Sache, um mit Sprachsuchsystemen überhaupt was Sinnvolles zu machen, ist die Beantwortung von Fragen. Unterm Strich, jeder, der da draußen rumrennt und sein Handy zückt, der hat in der Regel eine Frage. Wir sollten cool sein und hergehen mit irgendwelchen Tools, analysieren, welche Fragen stellen die Menschen zu diesem Thema? Und dann sollten wir hergehen und möglichst viele dieser Fragen in Form von JSON-LD, aber auch von lesbarem Text auf unseren Webseiten beantworten. Immer dann, wenn wir eine Frage definieren als Frage und eine Antwort als Antwort, sind kleine Roboter in der Lage, jemand hat diese Frage gestellt, das scheint die beste Antwort zu sein und gibt sie aus.
Also wir merken uns JSON-LD und Fragen und Antworten. Amazon haben wir uns gerade unterhalten. Wir gehen jetzt an die Stelle, als die Präsentation ganz kurz ausgesetzt hat. Ich habe gesagt, Alexa, bestell Holzschrauben. Und dann hat Alexa qualifiziert... Was möchtest du gerne bestellen? Danke, jetzt gerade mal nicht. Dann hat Alexa qualifiziert geantwortet. Entschuldigung, was möchtest du gerne bestellen? Also ich habe das Mikro ausgemacht, nicht schlecht. Also ich sag ab jetzt Sarah, wenn ich die da meine. Dann kommt von Alexa irgendwas Sinnvolles zurück, nämlich DP Connects X irgendwas /. Jeder, der ein Amazon-Portfolio betreibt, weiß, was das jetzt bedeutet. Wir müssen unsere Produktbezeichnung merkbar machen. Die Optimierung auf Merkbarkeit ist der Schlüssel zur Konversion in sprachgesteuerten Systemen. Dann erzählt Alexa und erzählt und erzählt und erzählt. Willst du jetzt kaufen? Nee, natürlich will ich nicht kaufen. Ich bin nicht konversionsfähig, ich muss doch wieder an den Rechner. Die Aufgabe haben wir nicht nur im Amazon-Ökosystem, sondern auch in allen anderen Bereichen. Alles, was wir ab heute machen, sollten wir mit dem Fokus auf Merkbarkeit machen. Weil wenn wir es uns nicht merken können, können wir uns nicht entscheiden. Das ist wie im echten Leben. Okay, gut. Ganz kurz zu diesem Ökosystem. Was krass ist, früher bin ich zu meinem Rechner hochgefahren, Browser auf, in Amazon angemeldet, in meinen Bestellverlauf geguckt, meine Kontaktlinsen nochmal ausgewählt und dann alles wieder zu. Das war ein Riesenaufwand. Heute sage ich einfach, Alexa, bestell mir nochmal meine Kontaktlinsen. Das Top-Suchergebnis für Michael Kappen ist labnee.me-Männer-T-Shirt, weiblicher Körperinspektor, lustige Geschenke für Männer, humorvolle Zitate, large weiß schwarz. Es kostet insgesamt 14,45 €. Möchtest du dem Einkaufswagen hinzufügen? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe auch Frauen-T-Shirt politisch. Stopp, aus. Ja. Im Prinzip ist es einfach, wenn sie uns versteht und plötzlich versteht sie uns, also für gewöhnlich ist das ein ganz einfacher Task. Jetzt hält Steig Gosch. So, ist das ein ganz einfacher Task und dann geht's los. Oh, Alexa, bestell Klopapier. Oh, Alexa, bestell mir eine schwarze Hose. Oh, Alexa, bestell mir irgendwas Banales und am nächsten Tag ist dieses Paket da. Ich habe irgendwann gemacht, Alexa, bestell Kopierpapier. Und am nächsten Tag war für 1,99 € ein Paket Kopierpapier in einer Umverpackung in einem Karton vor meiner Tür, weil ich Prime-Mitglied bin, versandkostenfrei. Dachte ich, wow, holy shit, wir sprechen was in der Box, aber wir machen uns über den ganzen anderen Rest gar keinen Kopf. Wie verändert uns das eigentlich als Gesellschaft? Wir können alles jederzeit sofort in kleinen Mengen bestellen. Logistik, CO2, Fußabdruck, whatever. Da haben wir momentan noch gar keine sinnvollen Lösungen. Nehmen wir einfach ein bisschen mit auf die Agenda, wenn wir schon bei dem Thema Sprachsuche sind. So, gucken wir uns ganz kurz die Datenbasis an, weil das ist furchtbar wichtig. Bei allgemeinen Suchsystemen, allgemeinen Suchanfragen, Alexa sucht mit Bing. Siri sucht mit Bing, Cortana sucht mit Bing, Google sucht mit Bing. Nein, es war ein Test, ob ihr wach seid. Google sucht mit Google. Was bedeutet das für unsere Suchmaschinenoptimierung? Wer möchte für sich sagen, dass sein Unternehmen perfekt bei Bing optimiert ist? Fast alle, okay. Das hat keiner gestreckt. Was macht da gerade Siri anders? Bei Siri war es so, Siri hat immer mit Bing ein bisschen rumgefummelt und so. Ne? Und dann kam Google um die Ecke. Hey Apple, warum sucht ihr nicht mit uns? Wir sind noch die Coolen. Na, und hier Siri, nee, nicht mal für Geld. Dann kam Google um die Ecke. Hier habt ihr 3 Milliarden pro Jahr, wenn ihr mit uns sucht. Wenn wir die Default-Suchmaschine auf diesem Gateway-System sind. Dann hat sich das Siri überlegt,
Und Apple hat gesagt, na gut, gib uns 3 Milliarden und die Leute suchen halt per Siri wieder über Google. Aber die Bildersuche machen wir immer noch über Bing. Ja. Sollten wir uns aber auch bewusst machen, wenn Siri wieder umswitcht zu Bing oder zu DuckDuckGo oder zu Ecosia, was passiert mit unseren Google Rankings? Wir sind in diesem Ökosystem nicht mehr findbar. Das ist ein bisschen doof, ne? Bei lokalen Suchen, Alexa fragt Yelp, Siri fragt Yelp, TripAdvisor und so weiter, Cortana fragt Yelp, nur Google fragt Google Local, My Business, Home, irgendwas, wie es momentan heißt. Wer ist denn perfekt in Yelp für sein lokales Business optimiert? Die Problematik ist die, ich komme hierher, ich kenne mich hier nicht aus. Gut, in München kenne ich mich ein bisschen aus. Aber hier frage ich, ich habe Hunger. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe Hunger. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich nach Restaurants in der Nähe suchen soll. Such nach Restaurants in der Nähe. Alles klar, Karl, ich habe das hier gefunden. So, und dann kommen die Einträge von Yelp, von TripAdvisor, von Yelp, von TripAdvisor und von Yelp. Wir würden sagen, ja, da vorne ist doch der Biergarten, da gehe ich hin. Aber die 1,8 Millionen Menschen, die im Monat hier durch München torkeln und hier reinbrüllen, Wok, Xiang, Xiao, Fan, die stehen vor einer Scheibe und dahinter runde Dinger mit einem Loch in der Mitte und die fragen sich, Nahrung oder Fetisch? Und dieses Gerät sagt ihnen, es sind Bagels, sie sind safe, du kannst sie essen. Deshalb ist diese Art von Optimierung wichtig. Beim Einkaufen. Ich möchte was kaufen. Alexa geht zu Amazon, Siri geht zu Yelp, Cortana geht zu Bing und Yelp, nur Google geht zu Google Shopping. Wie verändert das unser Ökosuchsystem? Was ist mit Erwartungskonformität? Alexa, bestelle Apfelkuchen. Das Top-Suchergebnis für Apfelkuchen ist Apfelkuchen, Goldstücke aus dem Ofen. Das macht insgesamt 8,99 € inklusive Steuern. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein. Ich habe auch Brunnen-Apfelkuchen 24er Alexa, stopp. 24 mal 100G gefunden. Das macht insgesamt 21,87 € inklusive Steuern. Möchtest du dem Einkaufswagen hinzufügen? Nein. Das ist alles, was ich gerade für Apfelkuchen finden kann. In der Alexa-App findest du weitere Optionen. Lass uns kurz überlegen, hätte ich das erste Ergebnis nehmen sollen? Wer sagt, das erste Ergebnis war Apfelkuchen? Wer sagt, es war kein Apfelkuchen? Wem ist es egal, was ich fragen würde? Und er würde trotzdem nicht strecken. Nee, ganz einfach, es streckt niemand, weil niemand weiß, ist es oder nicht. Ja? Nein, es war ein Rezeptebuch. Ja. Also, Sprachsuchsysteme bedeutet auch immer, wir müssen diese Dinge trainieren und sie in einen Kontext bringen. Ja. Wenn wir das nicht machen, dann passiert ein Haufen Mist. Genauso wie mit den Holzschrauben. Was ich gerade erzählt habe, wenn solchen Systemen nicht auf Platz 1 optimiert, der ist nicht findbar. Oder im besten Fall auf Platz 2. Alles andere ist nicht findbar. Wenn wir in Bing nicht auf Platz 1 stehen, dann existieren wir im Siri-Ökosystem nicht. Das ist ganz simpel und ganz schwierig. Ja, doof. Schaut mal rein, wenn ihr lokale Unternehmen habt oder Unternehmen betreut, die lokale Filialen haben, dass die zum Beispiel einen Yelp-Eintrag bekommen. Das, was wir früher unter Link-Building verstanden haben, das ist jetzt Rezensionsmanagement. Wenn wir hier in diesem System nicht perfekt ranken auf der Basis von Rezensionen, existieren wir in solchen Ökosystemen nicht. Ja. Achtung, es wird ja noch völlig krasser. Die Lisa Sundermeier-Bewertung aus dem Web Yameda, okay,
Ja, Meta ist ein relevantes Suchsystem. Facebook, okay. 11880, no fucking way. 11880, der wirklich dieser Dinosaurier. Ja, natürlich, es ist eine valide Verlinkung, die auf diese Entität verweist. Ja. Optimierung in diesem Subsuchsystem bedeutet Ranking-Optimierung für Voice Search. Hier nochmal in der Zusammenfassung. TripAdvisor und Yelp, also jeder, der was mit Hotels, Gastronomie, whatever macht, sollte in diese Systeme rein. Unbedingt, auf jeden Fall. Ja, also so ein bisschen zusammenfassend. Der aktuelle Stand der Sprachsuche ist manchmal kommt er mir vor wie so eine Hausfassade, hinter der noch ganz viel passiert. Aber dieses kleine Kind, das die ganze Zeit aufs Gesicht fällt, lernt in einer irren Geschwindigkeit. Wir sollten und müssen das ernst nehmen. Durch den kleinen technischen Umbau überspringe ich gleich ein paar Sachen. Ihr braucht euch keine Sarah kaufen. Ihr könnt auch Reverb und die Alexa-App auf eure Handys installieren und dann habt ihr im Prinzip eine vollwertige Alexa, mit der ihr dann auch ein bisschen rumspielen könnt. Oder wir gehen in das Sarah-Skill. Welchen Skill möchtest du aktivieren? Ich habe keinen. Meinst du, ich habe noch nie? Ja, ich hab auch noch nie. So, jetzt. Also. Oder wir nehmen das Skill-Testing-Tool. Ja. Ich habe noch eine Bitte an euch. Alle stürzen sich jetzt auf Yelp, auf TripAdvisor, auf all diese kleinen Subsuchsysteme. Es gibt hunderte davon. Und da sorgen wir dafür, dass wir Rezensionen geben und wir hegen und pflegen das und so weiter und so fort. Und manchmal kommt es in der digitalen Welt vor, dass so eine Plattform einfach weg vom Fenster ist. Also ich erinnere nur an Quibe zum Beispiel. Wie viel Lebenszeit haben wir in Quibe reingesteckt? Und auf einmal kommt irgendein Unternehmen her und kauft es auf und sagt, die Rezensionen sind scheiße, eh alles fake. Zack, und unsere Rankings stürzen überall ein. Also wenn wir Subsuchsysteme optimieren, damit wir in Sprachsuchsystemen gut gefunden werden, dann geht bitte her und diversifiziert über viele unterschiedliche Kanäle, dass wenn Yelp weg vom Fenster wäre, dass ihr trotzdem safe seid. Ich meine, gut, Yelp wird nicht von der Bildfläche verschwinden. Ich meine, welches andere globale Werkzeug könnte um die Ecke kommen und Yelp ersetzen? Ich habe kein... Passt. Facebook Local. Wenn Facebook Local um die Ecke kommt, dann war es das wahrscheinlich mit Yelp. Ja, das benutzen dann nur noch ein paar, die es immer benutzt haben, aber das war es dann auch. Wir sollten uns also auf eine dauerhafte Transformationsfähigkeit vorbereiten, unsere Assets immer diversifizieren und einen praktischen Rezensionsmanagement einführen. Okay, ganz kleiner Satz zum Thema Sicherheit. Als TCP/IP entwickelt wurde, war Sicherheit kein Thema. Und jetzt, knapp drei Dekaden später, haben wir Riesenprobleme deshalb. Als SMTP, das Protokoll für E-Mail, entwickelt wurde, ja, war Sicherheit kein Thema. Also haben wir heute Riesenprobleme mit Spam und jedem Scheiß, ne? Und Verschlüsselung. Egal, was entwickelt wurde, Sicherheit war nie ein Thema und wir haben uns Riesenprobleme eingehandelt. Wenn ich zu Michaels Alexa hingehe und sage, oh, was habe ich als letztes bestellt? Dann wird diese kleine Plaudertasche es mir sagen, ja, weil dieses Thema Sicherheit noch nirgendwo implementiert ist. Nehmt auch solche Sachen bitte mit in eure Überlegungen rein, wenn ihr euch mit dem Thema Sprachsuche beschäftigt. Aber im Schweinsgalopp, eine Sache für die Techies unter euch, es ist noch auf Pending, aber es wird ein schema.org-Tag geben, Speakable. Damit können wir auf Webseiten den Bereich auszeichnen, der bevorzugt für Antworten in der Sprachsuche verwendet werden soll. Es steht schon seit ein paar Monaten auf Speakable. Sobald es live geschaltet wird, ist das natürlich ein Segen. Ja, wir nehmen einen Website-Inhalt und zeichnen die entsprechenden Stellen mit diesem Tag aus und sind dann auch in der Lage, auf Suchanfragen an Sprachsuchsystemen mit Inhalten aus unserer Webseite direkt zu antworten. Okay. So,
Du hast gerade ein Zeichen gegeben, 60 Sekunden habe ich noch. Da gab es mal einen Typ von so einer Suchmaschinenfirma aus Mountain View. Der meinte, more and more searches are done on your behalf without you needing to type. Es geht um die Suche durchs pure Sein. Auf Französisch, être. Ich bin einfach und der Kontext definiert, was ich jetzt wahrscheinlich als nächstes brauchen könnte. Ja. Haben wir immer wieder. Auch das ist ein Faktor der Sprachsuche. Und plötzlich kommt es vor, dass irgendjemand ganz gestresst reagiert, weil er plötzlich Werbeanzeigen für Dinge sieht, über die er gerade gesprochen hat. Ja. Ist ganz normal. Wenn wir die Datenschutzerklärung lesen, dann steht da zum Teil sogar drin, nehmen wir von Zeit zu Zeit Umgebungsgeräusche auf, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Ja. Eine andere Facette von Sprachsuchen. So, der letzte Sprung. Selbiger Mensch hat uns auch mitgeteilt, hey, wir werden wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich nicht mehr vorm Suchschlitz sitzen. Jetzt kommt eine kleine Offenbarung. Das Thema Sprachsuche wird gar nicht so dominant sein. Das wird uns vielleicht 5 oder 10 oder 15 Jahre dominant begleiten, aber wahrscheinlich schon nach 4, 5 Jahren wird es einen Switch machen in eine ganz andere Welt. In diese Welt. Sprachsuche ist nur eine kleine Facette der Augmented Reality. Wir hatten es heute Morgen schon und wir müssen wahrscheinlich gar nicht sprechen. Wenn das Alter Ego-Projekt startet, dann werden wir nur noch da sitzen und vor uns hin mümmeln. Ich bin vor ein paar Tagen ein bisschen weitergegangen. Ich habe mich an ein EEG angeschlossen, an 21-Kanal-EEG, und habe angefangen, Worte über meine Gedanken zu bilden. Das ist der geile Scheiß. Ja. Also, Sprachsuche wird jetzt ein wichtiges Fundament werden, so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, aber es ist nur eine Facette auf dem Weg zur Augmented Reality. In diesem Sinn, ihr wart super, vielen Dank. Großer Applaus für Karl Kratz. Danke. Danke dir. Eine kurze Frage an dich. Dieses Speaking-Schema, was du gerade besprochen hast, würde das dann dieses Problem lösen, was wir gerade von Amazon hatten, dass die Schraubennummer nicht 3 Minuten lang vorgelesen wird, sondern dass die quasi bleibt, ich aber das Ding einfach nur Versenkschraube nenne, ich aber trotzdem noch dieses große Ding da drin habe? War das die Lösung? Ganz tolle Frage. Das kommt darauf an, ob Amazon sich öffnet für eine Datenanalyse aus dem echten WWW. Das werden sie nicht machen. Sie werden eher ihre Verkäufer zwingen, merkbare Produkttitel zu verwenden. Aber es würde mir für die eigene Website helfen, wenn ich selber Shop habe. Auf jeden Fall. Okay, super. Dann vielen lieben Dank. Du bleibst noch den ganzen Tag da, oder? Ich bleibe noch den ganzen Tag. Super, das heißt, wenn ihr Karl noch in der Pause irgendwie quälen wollt, dann stellt ihm fiese Fragen. Er ist die perfekte Voice Search. Okay, Dankeschön. Nochmal großer Applaus. Ja.